Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fahre fort. Wohin? Wir haben zum Thema Integration und Zuweisung von Kosten für Integrationsmaßnahmen gesprochen. Ich möchte fortfahren und sagen, warum wir zusätzlich den Rotstift angesetzt haben. Wir haben den Rotstift angesetzt, weil mit diesem Geld Vereine gefördert werden, die unseren Rechtsstaat untergraben, weil Ausreisepflichtige gewarnt werden, damit sich diese einer rechtmäßigen Abschiebung entziehen können. Und ich verweise da auf den Sächsischen Flüchtlingsrat, der ebenfalls aus diesen Mitteln partizipiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sollte uns zu denken geben. Wir haben deshalb den Rotstift angesetzt, weil die Asylbewerberzahlen zurückgegangen sind und weil abgelehnte Asylbewerber, und das kann sich die CDU aufs Tapet schreiben, endlich konsequent abgeschoben werden müssen, Herr Innenminister. Wir haben den Rotstift angesetzt, weil der Bund, so wie es versprochen worden ist, die Kosten, die er durch eine fehlgeleitete Politik selbst verschuldet hat, übernehmen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben den Rotstift angesetzt, weil auch Menschen integriert werden sollen, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Und wir haben den Rotstift angesetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir uns dem Steuerzahler und damit unseren Bürgern verpflichtet fühlen. Vielen Dank. Meine Damen